Oh, ich liebe dieses Gefühl, wenn ich Laurella von der Schule abhole und sie kommt mir entgegengerannt, drückt mich und sagt: Mama, die Lunchbox war heute wieder richtig toll. Denn bei Laurella in der Schule gibt es leider keine vegane Alternative und deswegen muss ich ihr genau wie ein, zwei andere Mamas in der Klasse auch jeden Tag Essen mitgeben. Und weil ihr bei Instagram gesagt habt, ihr wollt gerne mehr sehen, was ich Laurella so mitgebe, zeige ich dir heute mal drei ihrer Favoriten-Lunchbox. Und weil ihr auch unbedingt wissen wolltet und euch nicht entscheiden konntet, ob ihr die rohe Version oder die gekochte Version haben wollt, zeige ich euch einfach beides. Also ich zeige euch heute sechs Lunchboxen insgesamt. Einmal die Variante für Lorella und einmal die Rohkost-Variante, die ich auf jeden Fall nehmen wollte. Und ich kann euch sagen, diese Rezepte sind so bombastisch lecker. Diese Lunchboxen sind nicht nur toll für die Kita und für die Schule, sondern auch fürs Büro, für unterwegs, wenn du jetzt nicht zu Hause essen kannst, wenn du zum Picknick gehst oder aber auf der Arbeit. Und die Rezepte sind so lecker. Ich sag dir, das wirst du jeden Tag essen wollen. Und bevor ich dir jetzt diese 3 plus 3 Lunchboxen zeige, noch eine ganz wichtige Information. Vom 14. bis 21. April wird es bei der More Raw Food Mitgliedschaft keine Warteliste geben. Das heißt, du kannst dich also einfach anmelden. Denn wir haben eine neue Lieferung von unseren Superfoods bekommen. Das heißt, wir können jetzt wieder alle versorgen, weil vor allen Dingen das Supply Your Body, das Show Your Beauty und das Find Your Balance waren fast ausverkauft. Wir haben jetzt aber wieder eine neue Lieferung reinbekommen, sodass wir alle versorgen können. Du kannst also mit bei den kommenden Live-Events dabei sein, Mitglied in der Telegram-Gruppe werden und ich freue mich so, so sehr darauf. Ich verlinke euch mal alle Infos unten in der Videobeschreibung. Denn das Tolle daran ist, dass die Mitgliedschaft für dich jetzt noch mehr Wert hat. Also ab 5 Euro pro Monat bekommst du ja alle Produkte zu Herstellerpreisen. Und es gibt jetzt zum Beispiel wieder den Social Calendar, der einen Mehrwertcheck erstrahlt im neuen Design und mit noch mehr Input für euch. Und es gibt jetzt auch den Nährwert Planner, wo noch mal mehr geballtes Wissen zu den 18 Nährstoffen drin sind. Und es gibt auch die leckeren Kakaoriegel und ganz bald kommt noch eine neue Überraschung für euch. Aber ich will noch nicht zu viel verraten. Lunchbox Nummer 1. Zusätzlich zu dieser Lunchbox, die ich Lorella mache, gebe ich ihr jeden Tag so Snackgemüse mit. Da ist drin Paprika, Gurke, Tomate und Möhre. Das ist also so das Basic, das gibt es wirklich jeden Tag. Zusätzlich dazu mache ich immer noch Obst, vielleicht ein paar Nüsse oder Kokosfleisch, dass sie so ein Rundum-Paket hat aus gesunden Fetten, Vitaminen, aber auch ein bisschen Grünzeug und Gemüse, sodass sie mit Mineralstoffen, Fetten und Vitaminen gut versorgt ist. Und dann kommt diese Lunchbox sozusagen dazu. Das eine ist die Snackbox, das andere ist die Lunchbox. Und für die Lunchbox gibt es heute einen relativ neuen Favoriten von uns, vor allen Dingen von den Kindern und Samuel. Und zwar ist das Pfannenbrot. Das ist ganz einfach gemacht aus einem halben Paket Hefe. Gebe ich dann heißes Wasser dazu. Dann kommt das Mehl da rein und die anderen Zutaten. Dann verrühre ich das und forme daraus kleine Bällchen, die ich dann zu Fladen forme. Diese Fladen lege ich einfach auf ein Backblech, decke das zu und lasse das dann für 20 Minuten ruhen. Und danach brate ich die. Das Tolle an diesen Pfannenbroten ist, dass du die auch am Abend vorher zubereiten kannst, was ich immer mache. Ich bereite nämlich das Essen, was es am Abend vorher gibt, gebe ich Laurella dann meistens am nächsten Tag mit in die Schule, damit ich nicht doppelt kochen muss. Manchmal ist aber alles aufgefuttert, dann muss ich am nächsten Morgen doch noch mal ran. Bei den Pfannenbroten empfiehlt es sich aber, die am Tag vorher zu machen, durch diese 20 Minuten Ruhzeit oder Gehzeit, die die brauchen. Aber ich sag dir, es lohnt sich. Und zu diesen Pfannenbroten, auf diese Pfannenbrote, mache ich dann eine Avocado-Creme aus Avocado, Zitrone und Salz obendrauf. Das quetsche ich alles schön zusammen, verteile das dann auf dem Fladenbrot und dann gebe ich noch Gurke, Paprika, Möhre, vielleicht ein paar Sprossen obendrauf und decke das dann zu. Was die Kinder auch mögen, ist einfach einen herkömmlichen Streich zu nehmen und einen veganen Käse obendrauf. Dann ist es auch eine tolle Alternative zu herkömmlichem Brot, wenn du da Abwechslung versuchst. Wie würde jetzt diese Lunchbox für mich aussehen? Die würde ich ähnlich machen. Ich würde genau die gleiche Avocado-Creme nutzen, nur ich würde anstatt von dem Pfannenbrot mir entweder eine ganz einfache Möglichkeit nehmen, um noch mehr Jod aufzunehmen, und zwar Nori-Blätter, was ich sehr mag, weil die haben so einen leicht salzigen Geschmack. Darauf würde ich dann die Avocado-Creme streichen oder aber einfach mit verschiedenem Gemüse belegen, wie Möhre, Feldsalat aktuell, Zucchini,
Gurke würde ich weglassen, weil es sehr viel Wasser enthält. Und wenn man die dann rollt in den Nori-Blättern, dann können die schnell aufweichen, also wenn es für unterwegs ist. Und ansonsten sind der Fantasie da keine Grenzen gesetzt. Aber die Avocado muss rein, weil die gibt dem Ganzen noch so einen richtig schönen Geschmack, sodass du auch, wenn du es nicht möchtest, kein Dressing brauchst. Ich würde mir allerdings noch ein leckeres Dressing dazu machen. Oder aber ich würde diese Möhrenwraps hier nehmen. Die gibt es auch in Rote Beete. Die sind auch total lecker. Die kaufe ich mir manchmal. Da sind 4 Wraps drin und da rolle ich dann einfach das Gemüse rein, dann mit Avocado-Creme natürlich dazu zusammengerollt, vielleicht noch mit einem Zahnstocher fixieren und dann ist es eine ganz, ganz tolle Lunchbox. Und das Obst und Gemüse, das würde ich von Laurellas Lunchbox 100% übernehmen. Die zweite Lunchbox, die süße, lasse ich uns zum Schluss. Oh my goodness, die zweite Lunchbox ist Linsensalat. Und nachdem fragt Laurella wirklich sehr, sehr oft. Und es freut mich so sehr, weil Linsen ist ein ganz tolles Superfood in meinen Augen, weil Linsen, generell Hülsenfrüchte, enthalten sehr viel Proteine, aber auch andere Nährstoffe. Das habe ich gelernt, als ich den Nährwertcheck damals erstellt habe, dass Hülsenfrüchte ja so reich sind an vielen Nährstoffen. Und seitdem habe ich auch angefangen, die teilweise auch in gekochter Form in meine Ernährung mit zu integrieren. Aber heute habe ich auch eine rohköstliche Variante und es ist so lecker. Dieser Linsensalat ist ganz einfach gemacht. Ich koche einfach Linsen in ein bisschen Gemüsebrühe und schnippel dann frischen Dill, Paprika, manchmal gebe ich auch Erbsen oder Mais mit dazu, also ich variiere das auch und verrühre das dann einfach und das schmeckt so lecker. Wenn du jetzt möchtest und sagst, du hast noch mehr Hunger, dann kannst du auch ein paar vegane Würstchen oder Bratlinge noch dazugeben, aber das an sich alleine ist schon so, so lecker. Und das Tolle ist, bei diesem Linsensalat weißt du einfach, dass er gut schmeckt und dass deine Kinder ideal versorgt sind mit Proteinen, Nährstoffen, Mineralien. Was will man als Mama mehr? Und ich will auch ganz ehrlich sein, manchmal gebe ich Laurella auch was Süßes mit. An der Schule ist zwar Süßigkeitenverbot, aber diese Riegel sind in meinen Augen gesunde Süßigkeiten und deswegen kriegt sie davon auch ab und zu einen mit. Am liebsten hätte sie jeden Tag einen, aber auch da versuche ich ein bisschen Abwechslung zu schaffen und ich finde es auch schön, wenn das was Besonderes bleibt. Und in meine Box kommen die auch rein. Bei mir sieht der Linsensalat ein bisschen anders aus, obwohl ich diesen Linsensalat auch gerne esse. Und zwar würde ich, anstatt die Linsen zu kochen, die Linsen keimen. Und da gebe ich auch dann frischen Dill mit dazu, vielleicht noch ein paar Kräuter, Paprika, was ich gerade da habe an frischem Gemüse. Und dann träufel ich oben drüber diesen Zitronensaft. Und das ist so eine tolle Kombination vom Geschmack her und reicht an sich schon aus. Wenn du magst, kannst du dir dazu auch noch ein leckeres Dressing machen. Und bei den gekeimten Linsen ist es natürlich so, dass die Nährstoffverfügbarkeit noch mal höher ist, weil ja die alles, was da drin sind, die Nährstoffe und die Enzyme aktiviert sind. Und ich finde, ich habe auch ein bisschen besseres Gefühl, wenn ich den Salat esse, aber der andere ist auch mega lecker und gut. Und die dritte Lunchbox, Pfannkuchen. Und wenn du die einmal probiert hast, so ging Samuel und den Kindern auch, wollen die das jede Woche haben. Das ist aus ganz gesunden Zutaten ganz einfach gemacht und ich gebe dem Ganzen noch so einen kleinen Twist. Und zwar mixe ich für den Teig einfach Haferflocken, Hafermilch, ein bisschen Vanillepulver, Datteln und eine Banane mache ich auf jeden Fall noch rein, vielleicht ein bisschen Salz, um den Geschmack noch mal so zu erhöhen. Dann mixe ich das Ganze und dann brate ich das in einer beschichteten Pfanne ohne Öl an und gebe dann oben drauf noch ein paar Bananenscheiben. Und dazu darf die Soße nicht fehlen. Ich meine, Lorella könnte auch ohne, aber Leonard, der protestiert dann. Und die mache ich auch ganz einfach aus gefrorenen Beeren, Wasser oder Kokoswasser, Datteln. Und um den extra Twist noch zu haben, gebe ich noch einen Löffel Show Your Beauty mit dazu, weil da ist gekeimter Boxhornklee drin, was ganz reich an Nährstoffen ist und die Kinder mögen das einfach. Wenn du das jetzt noch dickflüssiger haben möchtest oder so als Marmelade, könntest du da auch noch ein paar Chiasamen reingeben, dann wird es noch so ein bisschen dicker und na, dann hast du Pfannkuchen mit Marmelade zum Mittag für unterwegs. Bei der Lunchbox ist es wichtig, dieses Knabbergemüse dazu zu haben, weil sonst wird es vielleicht ein bisschen zu süß. Aber wenn du es süß magst, also go for it. Wie sieht dann meine Alternative aus? Ich sage nur so. Und zwar mache ich mir diese Pfannkuchen im Dörrofen aus gequetschter Banane, gekeimtem Buchweizen,
Find Your Balance darf bei mir nicht fehlen, ist kein Muss, aber verschönert noch den Geschmack so ein bisschen. Rosinchen und ich mag auch gerne getrocknete Aronia-Beeren. Du kannst da aber verschiedene trockene Früchte damit reinmachen, um das auch nochmal zu variieren. Dann verarbeite ich das Ganze zu einem Teig und dann forme ich auf dem Dörrblech kleine Pfannkuchen. Lass es noch so für 12 Stunden ungefähr dörren und dann sind die perfekt. Und das Dressing, die Soße, ist das gleiche bei mir wie bei den Kindern. Und bei mir wird es, wenn es das gerade gibt, noch frische Beeren dazu geben. Vielleicht ein paar Granatapfelkerne. Zu gut. Welche Variante der drei würdest du wählen? Lorella und ich feiern diese Boxen und die Rezepte total. Und jetzt will ich mal von dir wissen, was ist denn dein Favorit? Und wenn du mal live mit mir in der Küche zusammen kochen möchtest, wenn du die Superfoods zu Herstellerpreisen nutzen möchtest, dann komm auf jeden Fall zwischen dem 14. und dem 21. April bei More Raw Food vorbei und sicher dir deine Mitgliedschaft.